häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt kurz und schmerzlos. Heute Mack Brennerhaltung. Freunde, Mack Brennerhaltung. Und in welche Richtung schweiße ich überhaupt? Das sind so zwei Kleinigkeiten, die gehören tatsächlich zusammen. Ja? Wir haben hier einmal eine Kehlnaht vorbereitet und einmal ein Stück Blech, 80x8. An denen zeige ich euch mal ganz trocken, wie die Brennerhaltung aussehen kann und darf und was man alles so falsch machen kann, wenn es in die eine oder in die andere Richtung geht. Das heißt einmal schleppendes Schweißen und einmal stechendes Schweißen. Schauen wir uns als allererstes mal eine Auftragsschweißung an und wie da die Brennerhaltung ist. Wir nehmen unseren Brenner und setzen den in eine neutrale Position. Neutrale Position bedeutet, wir haben 90 Grad zum Werkstück. Aus dieser 90-Grad-Haltung heben wir den Brenner ein klein wenig ab und neigen ihn etwas nach hinten. Die Schweißrichtung wäre jetzt stechend von links nach rechts aus der neutralen, etwas zurück, gegebenenfalls ein bisschen pendeln und stechend schweißen. Das wäre die Brennerhaltung. In Zahlen ausgedrückt sind das ungefähr 5, maximal 20 Grad, geneigt nach hinten. Schauen wir uns nun einmal die Brennerhaltung beim Kehlnahtschweißen an, denn die kann durchaus differieren und zwar dann, wenn man unterscheidet zwischen einlagigem Schweißen und mehrlagigem Schweißen. Brennerhaltung bei der einlagigen Kehlnaht, 45 Grad zwischen die beiden Flanken, um hier den Wurzelbereich sauber zu verschweißen und einen Anstellwinkel von bis zu maximal 20 Grad. Wenn wir nun eine mehrlagige Schweißnaht produzieren wollen, gilt für die Wurzellage genau das gleiche wie bei der einlagigen Naht. Wir stellen den Brenner 45 Grad an und etwa 20 Grad nach hinten geneigt, sodass wir die Wurzel sauber einbringen können. Die zweite Lage beim mehrlagigen Schweißen richtet sich auf das untere Blech und die bereits geschweißte Wurzellage. Dort zielen wir genau auf die Schmelzlinie der ersten Wurzellage und erreichen somit den Einbrand zwischen Blech und Wurzelnaht. Bei der dritten Lage stellen wir den Winkel etwas steiler, sodass wir die Schmelzlinie der Wurzel und des oberen Bleches treffen und werden unsere dritte und letzte Lage schweißen. Das wird deutlicher in einem Praxisbeispiel, das werde ich euch gleich zeigen. Schauen wir uns nun einmal eine Steignaht und eine Fallnaht an. Brennerhaltung 45 Grad in der Mitte, leicht nach unten geneigt, stechendes Schweißen nach oben für eine Steignaht. Exakt die gleiche Brennerhaltung haben wir bei einer Fallnaht. 45 Grad in die Mitte der beiden Schenkel, 20 Grad angestellt und dann schleppend nach unten geschweißt. Wir achten auf eine Klitzekleinigkeit, die uns dabei hilft, eine Kehlnaht herzustellen. Der AK-15-Brenner kann in waagerechter Position gehalten werden, dadurch, dass der Brennerkopf vorne so geneigt ist, dass wir schon eine perfekte Brennerhaltung erzielen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das leichte Anstellen. Brenner etwas abheben und die erste Wurzellage schweißen. Musik.
Ich habe die Naht jetzt etwas abgereinigt, etwas von den Pickelchen befreit. Was wir jetzt machen, ist die untere Lage einer mehrteiligen Schweißnaht setzen. Dazu wird der Brenner etwas steiler gestellt und unser Massivdraht zeigt auf die Schmelzlinie zwischen der Wurzellage und dem Blech, quasi exakt hierhin. Und das Ganze etwas steiler. Kommen wir nun zur letzten Decklage der dreiteiligen, in Klammern mehrlagigen Schweißnaht. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wir etwas mehr Material auf das obere Blech geben und die Hälfte der zweiten Lage mit verschmelzen. Dafür pendeln wir ein klein wenig. Brennerhaltung ist hier etwas mehr Richtung oberes Blech und pendelnd zwischen der zweiten Lage über die Wurzel auf das Grundmaterial des oberen Bleches. Riskieren wir nun einen Blick auf eine Fallnaht. Fallnaht ist die Naht, wo prinzipiell schleppend geschweißt wird. Das bedeutet neutrale Brennerhaltung, etwas nach unten hin angestellt und dann fallend schweißen, gegebenenfalls etwas pendeln. Brennerhaltung tatsächlich überall sehr ähnlich, ob ich jetzt schleppend die Fallnaht schweiße oder stechend die einlagige oder mehrlagige Kehlnaht. Die Brennerhaltung ist immer ähnlich und der AK-15 Brenner hilft uns dabei, da er schon voreingestellt ist, wenn wir ihn waagerecht halten. Wir müssen ihn nur noch etwas nach hinten kippen und können dann arbeiten. Alles reine Übungssache, einfach auf die Bilder achten, da seht ihr, wie es funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.